Hallo und herzlich willkommen bei Anfang Gewinn. Entschuldigung, aber ich habe gerade einen Keks gegessen. Ich meine ein Plätzchen. Wir müssen ja immer noch aufpassen hier, weil hier noch fiese Leute rumrennen, glaube ich. In der letzten Folge haben wir irgendwie so einen Schalter oder sowas betätigt. Ich weiß nicht, wofür der war oder so. Hallo? Lass mich in Frieden, ich will das nicht. Fängt ja gut an. Was sind das für Dinger? Schnell hier weg, würde ich sagen. Ich habe gar nicht gedacht, dass das Spiel so lange geht, wenn ich ganz ehrlich bin. So. Das haben wir schon gelesen. Jetzt müssten wir ja irgendwo. Hier war doch so ein Dingeskirchen. Da. Den wir jetzt betätigen können. Tatsächlich. Okay. Da gibt es noch was zu lesen. Der Fall des falschen Gottes. Der falsche Gott sah, wie schön Freya war und verfiel ihrer Schönheit. Er machte Pläne, seine Geige für sie zu spielen und sie mit seiner Magie zu bezaubern. Freya sah jedoch, erkannte seine List. Ich nix Deutsch. Abenteuer des Bergkönigs. Folge den Abenteurern tief in den Hallen des Bergkönigs. Da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf, wenn ich ganz ehrlich bin. Oh, hier ist auch noch was. Müssen wir wahrscheinlich irgendwie was auffüllen. Ragnar, wir müssen weiter in die Mine ziehen. Sei vorsichtig. Die hat immer noch Schmerzen im Arm. Wir brauchen ja noch dieses... Was ist los? Dieses Gegengift. Okay, der ist leer. Der nicht. Leer. Leer. Und leer wahrscheinlich. Okay, wo ist denn hier was mit Benzin aufzufüllen? Ich versuche erstmal hier ein Liedchen zu trällern. Sollte ich wahrscheinlich unterlasten, ne? Wo ist denn hier? Wo ist denn hier überhaupt irgendwas? Also hier ist ein Kabel. Muss ich hier runter? Muss ich das heben? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich muss ich einfach nur das singen. Ich geh nochmal da hoch. Hier ist ja auch nichts irgendwie in den Seiten.
Da könnte ich noch hin. Ich weiß aber nicht, wo ich wegkomme. Kann auch sein, dass ich da wegkomme. Das glaube ich nämlich. Ich renne einfach mal. Hier ist ja gerade keiner. Da ist doch irgendwas. Wieso habe ich das gerade noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht. Gerade was geleuchtet. Da wird es auch immer dunkler. Habe ich mich schon mal verguckt? Ne, da. Aber. Da habe ich doch bestimmt schon rein. Gute Besserung, Astrid. Du wirst immer in unseren Herzen sein. Pelle und Siebne. Vater sagt, ich gehe bald nach Hause. Ja, schön für deinen Vater. Ich gehe mal hier hoch. Ich möchte nach draußen gehen. Ich möchte nach Hause. Also. Oh ja, hier geht's auf jeden Fall hoch. Erschreckt. Lager. Boah, viel zu eng. Muss es wahrscheinlich tun. Ich gehe einfach mal hier weiter. Weil wenn ich die Wahl habe, was steht da? Merkt's euch, alle Ersatzteile befinden sich im Lager. Dann muss ich gleich nochmal ins Lager, ne? Ja, ne? Ins Lager, Freunde. Ich kann so nicht weiterleben. Okay. Sie haben Papa gefunden. Ich durfte nicht hinschauen. Gut, zünd die mal nicht an. Ich habe die jetzt einfach mal mit Benzin übergossen. Das kann man ja mal machen. Finde ich jetzt noch nicht tragisch. Das getan zu haben. Nein, hallo. Noch habe ich nichts gemacht. Noch hat er nichts getan, meine Damen und Herren. Ich muss nur eben gucken, wo war denn das jetzt? Hier ist alles so dunkel. Da ist das, okay. Das ist doch das Lager hier, oder? Sehe ich das falsch? Muss es doch irgendwas geben. Aber nicht so aus. Leider. Also ich muss sie anscheinend doch anzünden. Verdammt, verdammt. Ich will das gar nicht tun. Aber hier ist tatsächlich nichts. Ist das das Lager? Nee, das Lager ist ja... Ah ja, okay. Ich dachte, das ist ja jetzt das Lager. Das ist gar nicht das Lager. Das Lager ist eingestürzt und die sind davor. Tja, tut mir leid. Junge Frau, aber... Mein Leben steht mal wieder an erster Stelle. Nee.
Das hat bestimmt ein Nachspiel, oder? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Ist ja ein tolles Lager, ne? Nimm mal den angenehmen Weg. Denn hier sind auch Streichhölzchen. Eins, wow. Wow. Oh, mehr ist hier auch nicht. Doch. Die alte Folklore. Nicht Option. Die alte Folklore. Und zwar ist das 8 gewesen. Hä? Tja, also doch den unbequemen Weg dort entlang. Komm, da kannst du drüber rennen. Das würde ich sogar schaffen. Und ich habe einen schlechten Gleichgewichtssinn. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ach du Heiliger. Ich dachte, wir gehen jetzt nur im Schnell ins Lager und nicht irgendwie, dass wir hier noch... Ne? Lauf! Lager, okay. Ist auch so ein altes Ding. Wir hatten Hunger. Ich vermisse Bobby. Okay, die haben Bobby gegessen. Bobby. Die haben also Bobby gegessen. Okay, das nehme ich erstmal nicht, das ist ja wohl klar. Versteckte Welten 2. Es gibt Theorien, dass unter den Welten von Yggdrasil eine Unterwelt existiert. Ein Fegefeuer, ein Ort, an dem Menschen über frühe Entscheidungen nachdenken und für ihre Sünden büßen müssen. Klingt ja erfreulich. So. Oh. Sehr aufbauendes Zettelchen. Bildchen wollte ich sagen. Oh, der Arm sieht auch gar nicht gut aus von ihr. Mehr ist da jetzt nicht drin. Sollte mich natürlich immer gut umgucken. Wie ist mal das? Jagen, Tiere verwerten und zerlegen. Leben aus dem Wald. Ein Leitfaden zum Überleben im Wald. Im Wald. Ich glaube, die Rücktour wird ein bisschen holprig. So, was haben wir denn da? Bobby. Ach, das ist ein Hund oder so. Warte mal. Oh ja, sieht man auch. Ich, Experte. So, schnell weg hier.
der Kollege jetzt hin? Der versteckt sich bestimmt im Wasser und taucht jetzt gleich auf. Pass auf. Da kommt doch jetzt in der Schrecke. Hör doch auf. Naja, das ging noch. Einfach zurück jetzt. So, beeilen wir uns mal ein bisschen. Wir wollen ja auch mal hier raus. Einmal nach oben und die Maschine in Gang kriegen. Was auch immer das bewirkt, das interessiert uns jetzt nicht. Wir machen es einfach. Hölzchen noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte da jetzt gar nicht runter, aber da bleibt uns, glaube ich, nicht viel übrig hier, viel Möglichkeiten. Also ab dafür, der arme Baum, das tut mir immer noch leid. Ich wollte ja nicht, aber das war ja nur wirklich die einzige Möglichkeit, die wir hatten. Ach, da ist jetzt das runtergefallen. Okay. Bedeutet, wir gehen da jetzt auch einfach runter, oder was? Das ist doch die wahnsinnigste Idee, die man hier haben kann. Hier in Ruhe. Scheiße, da läuft doch irgendwas. Was zum Teufel? Ist das Bobby? Das ist viel ekliger als Bobby. Was ist das denn? Leute. Wann hört denn dieser Grauen hier mal auf? Sei nicht so laut. Mir auf jeden Fall Fallen aufgestellt, damit ich laut bin. Versuchen wir die mal zu umgehen. Sollen die einmal nach unten? Was sind das für Viecher? Sind das die Kinder? Sind das etwa die Kinder? Ja, da komme ich nicht vorbei. Also gehen wir einfach mal hier entlang. Manometer, oder was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich
ja immer schlimmer. Hier ist Riesen, dann nackte Wahnsinnige, dann so komische Humpelgestalten. Und jetzt Kinder, die schon seit Jahren anscheinend hier unten hausen. Zu lange auf jeden Fall. Okay. Und jetzt? Tot? Bin ich tot? Bin ich tot? Hallo? Ich glaube, das Spiel ist stecken geblieben. Lass einfach mal weiterlaufen. Gucken, was passiert. Essen die mich jetzt oder was? Hallo? Spiel? Gib dir noch 30 Sekunden. Aber ich glaube, das stimmt so nicht. Ich mache auf dem letzten Checkpoint. Das ist leider von hier oben. Okay, die können uns anscheinend sehen. Das ist ein Problem. Das ist ein echtes Problem. Ist recht, wenn er immer da oben speichert, wenn man das nicht schafft, weil das ist jetzt nicht so einfach, wie es aussieht. Gar nicht mehr, wo es lang ging. Oh Mann, Leute. Hier immer noch eben Speicherpunkt machen können, Freunde. Die schlagen auch nicht, also ich könnte auch nicht wegrennen.
Was mache ich jetzt? Von überall diese Platschgeräusche da von den Füßen. Das sind also Menschenfresser, so ich das jetzt hier richtig verstehe. Da komme ich nicht hoch. Da sollte ich nicht gegenlaufen. Ach, hier liegen nur Streichhölzer. Was mache ich denn jetzt? Ist die Frage. Erstmal, wo bin ich? Ich sehe gerade gar nichts. Ah, okay. Wurde also verschleppt jetzt. Da wollte ich noch nicht rein. Wollte eigentlich hier noch gucken, ob er ist. Doch, da, siehst du. Noch Streichhölzer. So. Dann einmal hier durch. Kriechen. Ist aber auch dunkel hier. Das ist ja nicht mehr normal. So, welche Richtung? Wir gucken erstmal hier, ob hier noch was liegt. Sieht aber nicht so aus. Nein. Was tust du? Sei doch nicht so nervös.